Mein schokoladiger Brownie-Käsekuchen, oh, der ist so gut, da gibt es kein Halten mehr. Und wenn ihr den ausprobieren wollt, dann braucht ihr folgende Zutaten. 125 Gramm Ricotta, 50 Gramm Frischkäse, 310 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillearoma, 7 Eier, 5 Teelöffel Creme Double, 160 Gramm Mehl, ein Päckchen Butter und 250 Gramm dunkle Schokolade. Für meinen Schoko-Brownie-Käsekuchen brauche ich erstmal zwei Massen. Das eine ist eine Käsekuchenmasse und das andere ist eine Schokomasse. So, los geht's! Und da fange ich natürlich mit dem Käse an. Ich verrühre zuerst den Ricotta mit dem Frischkäse. Dann kommt Zucker rein, sowie ein Schlückchen Vanillearoma und ein Ei. Das Ganze verrühre ich zu einer cremigen Masse. Und dem Ganzen setze ich jetzt noch die Krone auf mit Creme Double. Die gebe ich einfach dazu und rühre sie unter. Das ist nichts für einen schlanken Fuß, das sage ich gleich. So. Und jetzt kümmere ich mich um die Schokomasse. Die ist nämlich ein bisschen schwieriger herzustellen, wobei ich sag mal, schwierig ist relativ. Die Schokolade muss als erstes geschmolzen werden, zusammen mit der Butter. Und das mache ich über dem Wasserbad. Es gibt ja kaum etwas Tolleres als diese Kombination. Wusstet ihr eigentlich, dass am 17. Mai der Welttag des Backens ist? Verrückt, oder? Und am 31. Januar, da wird sogar ein Tag begangen, der ist sehr wichtig. Das ist nämlich der Tag des Schokoladenkuchens. Dieses Rezept merke ich mir aber für den 8. Dezember. Das ist Tag des Brownies. Ich lasse das jetzt auf dem Herd stehen, mache den allerdings aus und begebe mich zu den Eiern, denn die wollen ja auch noch geschlagen werden. Und zwar muss man die wirklich so lange schlagen, bis die schön schaumig sind. Ganze 6 Stück bilden die Basis des Teigs. So. Und dann lasse ich gleichzeitig den Zucker reinrieseln. So, jetzt sieht man schon, die Masse ist so ein bisschen dicker geworden, so ein bisschen dickflüssig, hat sich verdoppelt und ist auch heller geworden. Das ist super. Jetzt gebe ich zu den Eiern und den Zucker gebe ich noch so ein bisschen Vanillearoma und werde das gleich noch weiter schlagen und die Schokolade und die Butter dazugeben. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Feinste Eiercreme mit flüssiger Schokoladenbutter. Wenn das nicht der Gipfel der Schlemmerei ist, dann weiß ich auch nicht. Und das ist ja nur die eine Hälfte des fantastischen Kuchens. Mmh, yummy. So, jetzt ist der Kuchen auch schon fast fertig, der Teig. Ich gebe jetzt noch die restliche Schokolade drunter und werde auch noch in beide Kuchenteige, das mache ich immer ganz zum Schluss, weil sonst sagt das ab, hier Mehl reingeben. So, ich gebe das einfach mal drauf. Und unterheben heißt wirklich nur immer die gleiche Bewegung machen, bis das Mehl weg ist. Sonst holt man die Fluffigkeit wieder aus dem Teig. So, meine Schokomasse ist fertig. Und das Gleiche werde ich jetzt auch bei der Käsekuchenmasse machen. Ich gebe ein bisschen Mehl rein, aber nicht ganz so viel. Da kommt nur ein Esslöffel rein. So. Und eine Prise Salz. Jetzt wird's spannend. Jetzt sieht man gleich, wie die Brownie-Masse und die Käsekuchenmasse zusammenkommt. Das Ganze mache ich in einer Springform. Mit einem Backpapierboden. So, und als erstes gebe ich die Schokomasse rein. Jetzt kommt der Käsekuchenteig dazu. Den gebe ich in so Tröpfchen rauf.
Und damit das Ganze richtig hübsch wird, werde ich das jetzt so mit einem kleinen Spieß, habe ich einfach hier so einen Schaschlikspieß, mit dem werde ich das so ein bisschen ineinander schwirren. Einfach mit großen und kleinen Kreisbewegungen. So. Ach, toll sieht's aus. Jetzt kommt das Ganze natürlich in den Ofen bei 180 Grad für 30 bis 35 Minuten. Cheesecake und Brownie. Ach, ich kann's kaum erwarten. Er sieht fantastisch aus. Also wenn das jetzt nicht lecker ist, das sieht doch richtig gut aus, oder? Herrlich. So, du kleiner Kuchen. Ja. Also man merkt jetzt schon, der Schokoladenteig ist wahnsinnig schokoladig. Und sehr, sehr herrlich. Also es ist wie eine gebackene Mousse, es ist der Hammer. So cremig. Herrlich. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich esse diesen Kuchen jetzt erstmal. Man kann ihn natürlich auch teilen, allerdings schweren Herzens. Mein fantastischer Schoko-Brownie-Käsekuchen.